Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen bei Freya Sorake und Human Energetik. Wir wollen jetzt mal in den Montag reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein entspanntes Wochenende. Es war ja ziemlich heiß gewesen. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen abgekühlt oder wart vielleicht Eis essen, habt euch vielleicht von innen gekühlt. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein, ne, in die neue Woche. Ihr habt euch vielleicht schon das Wochenorakel angeschaut. Wer es noch nicht angeschaut hat, guckt da bitte vielleicht nochmal rein, wenn ihr natürlich möchtet. Und die Woche, die scheint ja sehr, sehr turbulent zu werden. Und wir gucken mal, ob das denn auch so an diesen Wochentagen jetzt so auf uns zukommt, ne? Bedenkt bitte, es ist ein Kollektivorakel, kann ich auf jeden hundertprozentig zutreffen. Aber vielleicht wirst du hier ein paar kleine Impulse für dich entdecken, wo du sagst, ja, das könnte hier dann heute auf mich zukommen. Ne? Ich bedanke mich erstmal für eure Likes, für eure lieben Kommentare auf meinem Kanal. Ich begrüße alle neuen Abonnenten ganz, ganz herzlich. Fühlt euch willkommen hier auf meinem Kanal und ich würde sagen, wir starten in die Karten. Ne, so ungefähr. Ja, was kommt denn heute am 21.08. auf das Kollektiv zu? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ach ja. Genau, das wollte ich noch ganz kurz, bevor ich das vergesse, wollte ich das noch mit dazugeben. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen hier wichtig, ne? Also, wir waren ja am Samstag waren wir ja baden gewesen. Das fiel mir so im Nachhinein noch ein. Und da ist uns was passiert, ne? Wir wollten ja nach Meusewitz an den Badestrand gehen. Und mein Freund hatte ja hier schon die Route berechnet, ne, mit Navi und hat so gedacht, okay, wäre ich nur geradeaus gefahren, ich fahre dann doch mal nach rechts, ne? Und auf einmal war alles gesperrt, ne? Vielleicht ist das ja bei euch auch so. Also die Route, die es immer angezeigt hat, hat uns im Endeffekt immer nur im Kreis rumgeführt. Wir waren immer bei 35 oder 38 Minuten stehen geblieben, sind ungefähr so im Kreis gefahren, bis wir wieder an dem Punkt angekommen sind, wo es wieder von vorne gestartet ist. Ja, also wo wir dann an der Endhaltestelle oder besser gesagt an der Stelle, wo wir angefangen haben, dahin zu fahren, da sind wir im Endeffekt wieder angekommen. Ja, vielleicht ist das fürs Kollektiv hier gerade ja, so ein Thema, dass eine Route neu berechnet wird, ja, dass man vielleicht irgendwo hin will, dann tut man sich immer nur im Kreis bewegen, bis man im Endeffekt an der Stelle wieder angekommen ist, wo es dann wieder von vorne losgeht. Ne? Also so ein gewisser Neuanfang kann das natürlich ja auch symbolisieren. Ja. Also es war sehr, sehr interessant, da habe ich so gedacht, ne, das ist mal wieder für eine kollektive Energie, ne? Im Kreis bewegen, immer nur hin und her und dann fängt man wieder alles von vorne an. Ja, guck, und in dem Moment geht bei mir hier eine Kerze aus, ne? Und die muss ich jetzt gleich wieder von vorne anzünden. Ich mache mal ganz kurz aus, ich zünde mal die Kerze wieder an, meine Lieben, und da bin ich gleich wieder da. So, I am back, meine Lieben, ne? Also, ich habe die Kerze wieder von vorne angezündet. Ja, das sind immer so Zeichen und Energien. Das ist immer so, das ist so richtig krass, was sich da manchmal so zeigt. Ich kann da ein ganzes Buch davon erzählen. So, das mache ich aber nicht, weil das wäre dann irgendwann zu langweilig und ihr wollt ja bestimmt wissen, was heute auf euch zukommt. Also, was kommt denn heute Schönes aufs Kollektiv zu am 21.08.? Da haben wir schon mal zwei Energien. Die Berge, etwas muss überwunden werden. Also hier könnte sich heute irgendwie ein Hindernis an diesem Tag auftun. Und da muss irgendwas überwunden werden. Ne? Also irgendwas könnte sich ja auftun, wo du so Gestück fühlen könntest. Hier geht es irgendwie nicht so richtig weiter. Aber sei frei und fließe wie das Meer. Ne? Also das Meer hat ja hier immer bestimmte Wellengänge, ne? Und es ist ja manchmal auch ganz schwer, wieder aus diesen Wellen rauszukommen. Du sollst aber mitfließen. Du sollst mit der Energie heute mitfließen, ja? Also kleide da über diesen Berg drüber, bis du an der anderen Stelle angekommen bist. Was sagen die Schutzengel von Kai Kuei? Was sagen die denn heute hier für das Kollektiv? Ja, die Schutzengel. Okay. Ja, sehr witzig. Also, ja, die Schutzengel möchten dir sagen, dass sie heute hier an deiner Seite sind, ne? Dass sie dir auch mithelfen, dass sie dich heute hier unterstützen. Und ich werde mal noch eine rausziehen, weil ich so das Gefühl habe, da muss noch was raus. Ja, Manifestation
Vielleicht werden die dir heute auch so ein bisschen mithelfen, dass du manifestierst, dass du, wenn du jetzt irgendwo hin möchtest oder wenn sich da irgendwie in deinem Leben so ein bestimmtes Hindernis aufstellen könnte, das kann ja auch heute sein, dass das so ein Hindernis kommt, dass du dir vielleicht auch schon manifestierst, wie du über dieses Hindernis hinwegkleidest, ja, also dass du schon auf der anderen Seite bist. Ja, dass du über dieses Hindernis hinweg schon gesehen hast. Die Engel sind an deiner Seite, du kannst das Ganze ins Fließen bringen. Und ja, ich bin gespannt, was sich mir jetzt noch so zeigt, oder besser gesagt dem Kollektiv. Was kommt heute noch aufs Kollektiv zu? 21.8. Okay, da haben wir das erste. 10 der Stäbe. Ja, und das ist das, ne? 10 der Stäbe. Oh, da haben wir doch schon unsere 5 Energien. Okay, ich fange hier immer hier unten an und da haben wir die 5 der Münzen. Ja, die 5 der Münzen symbolisieren hier einen Mangel, ne? Oh, man sieht hier, wie so ein Hund kommt, wie hier jemand ist, der so ein bisschen hier so die Zähne fletscht, der Hund, der bellt hier. Und ja, das kannst du mit jemandem sein, ihr habt ihren Mangel. Es kann aber auch sein, vielleicht hat man so eine Not, vielleicht ist man irgendwie in den Mangel und jemand anders kommt hier und tut dir helfen. Ne, man hat hier vielleicht auch bestimmte Ängste. Man sieht ja hier so einen großen Wolf, der auf seine inneren Instinkte hört und so einen kleinen Dackel, der da mitbellt. Und ja, beim Mond geht es ja meistens um unbewusste Themen, um Schattenthemen. Vielleicht, mir kommt aber hier mit den 2 Karten rein, du hast einen Mangel hier in deinem Unterbewusstsein oder hast hier so einen gewissen Mangel, den du im Innen fühlst. Und da geht es um den König der Münzen. Der begleitet uns ja auch schon sehr oft. König der Münzen oder König der Stäbe. Es geht aber auch um die Stabilität hier beim König der Münzen. Also vielleicht hast du hier einen Mangel in deiner Stabilität. Man sieht ja hier, wie dieser König so viel angehäuft hat, ne? Der hat hier Geld im Überfluss, der hat die Fülle hier im Überfluss. Und es geht vielleicht auch darum, diesen Mangel, den du vielleicht im Inneren hast, hier wieder in eine Fülle zu bringen. Und ja, da könnte auch eine Aktion auf dich zukommen, vielleicht auch von einem guten Freund oder von jemandem, der dir vielleicht hier helfen tut in dieser Sache, ne? Aber wir haben ja auch die 8 der Kelche liegen. Ja, und die 8 der Kelche sagen, dass man hier irgendeine Situation verlässt, dass hier irgendwie ein Rückzug ist. Vielleicht war jemand auch im Rückzug und man schließt damit vielleicht jetzt auch ab. Oder ne, hier kommt vielleicht ein neuer Zyklus. Hier hatte ich irgendwas niedergestreckt. Das, ja, ne, Ritter der Kelche. Das Ganze hat mit Gefühlen zu tun, ne? Da hatte ich was niedergestreckt. Es geht darum, diese Sache wieder in Kontrolle hier zu bringen. Eieiei. Ja, da zeigt sich mir hier wieder die Wochenenergie. Ne, wir haben hier die 10 der Stäbe. Es ist belastet. Es ist alles so. Ja, es ist ganz einfach alles belastet, man hat schwer zu tragen, ja, ob das jetzt Gefühle ist, ob das jetzt mit materiellen Dingen vielleicht auch ist. Wir haben hier die Königin der Münzen, das ist ja normalerweise Königin der Münzen, das kannst du sein, ne? Du zeigst dich hier vielleicht als Königin, du bist sonst in deiner Stabilität, aber irgendwie ist so ein gewisser Mangel vielleicht ringsum bei dir, vielleicht bist du gerade nicht so richtig stabil, vielleicht hast du hier Stress, Belastungen. Es ist auch egal, ob du als Mann oder Frau zuschaust, das ist alles. Ja, das war wahrscheinlich jetzt gewesen. Vielleicht hast du das auch so ein bisschen das Wochenende erlebt gehabt oder in letzter Zeit, dass du in so einem Mangel, in so einem Stress drinne warst, ja, vielleicht auch von der Arbeit her, das kann natürlich auch sein. Und mir sagt jetzt hier das Gleichgewicht, ne, oder die Mäßigkeit, dass hier jetzt hier wieder was in den Fluss kommt, ne, also hier kommt wieder was in eine gewisse Balance, man gießt wieder hier was rein, dann wieder da was rein, da fließt es wieder. Und wir haben hier, guck mal, die 10 der Kelche, das ist doch richtig gut. Ne, weil hier sind wieder die vollen Gefühle in der Gemeinschaft, vielleicht auch mit Menschen oder mit einem Menschen, mit mehreren Menschen, kommt hier wieder was in den Fluss rein. Wir haben die vollen Gefühle, aber hier ist halt noch der, ist das der Teufel? Nee, ach nee, das ist nicht der Teufel. Das ist der Herrscher. Ne, die 4, ja, das ist der Herrscher hier. Ja, man bringt hier wieder was unter Kontrolle. Ne, diesen Mangel.
den bringt man wieder unter Kontrolle. Du sollst manifestieren, die Engel helfen dir heute mit an diesem Tag. Fließe wie das Meer, das kann überwunden werden. Ja, dieser ganze Stress, der wird überwunden werden. Und wenn jetzt jemand auf das Berufliche drauf schaut, ne, dann habe ich hier im beruflichen Warnmangel da gewesen. Ne? Also du hattest so aus dem Inneren heraus, hattest du einen Mangel. Ja, vielleicht kann das auch Mangel an Geld sein, Mangel an materiellen Gütern hier. Und da kannst du Aktionen machen. Du ziehst dich hier vielleicht auch so ein bisschen davon zurück oder lässt dir vielleicht auch von jemandem helfen. Und ja, hier kommt auf jeden Fall ein neuer Zyklus für dich rein hier in dieser Sache. Ja, ich sehe auch in beruflichen Belastungen hier, du warst nicht in deiner Stabilität. Es war eher an alles andere als harmonisch. Es war total belastet hier. Diese ganze Sache. Hier kommt wieder Mäßigkeit rein. Also hier kommt wieder eine gewisse Balance jetzt in diese Sache. Man erreicht hier wieder diese vollen Gefühle. Es geht einem wieder gut. Vielleicht in einem Team kann das auch sein. Mit Kollegen ist hier vielleicht alles wieder super. Alles in Harmonie, in Balance. Und ja, man erreicht die Kontrolle hier auch wieder. Wenn das vielleicht auch mit dem Chef war, ne, weil der Herrscher hier mit drin sich drinne zeigt, dann kommt hier vielleicht auch wieder so ein gutes Gefühl mit dem Chef rein. Ja, also ja. Oder mit einem Vorarbeiter oder was auch immer. Ne? Für andere, die auf behördliche Sachen gucken, da war auch ganz schöner Stress gewesen, vielleicht auch wegen geldlichen, materiellen Sachen. Und da kommt auch wieder Gleichgewicht rein. Also ich muss schon mal sagen, die Woche, die fängt eigentlich schon mal richtig gut an. Und wir hatten ja auch generell in der Wochenenergie dann auch das Ass der Kelche drin, ne? Ja, wo man dann sagt, okay, hier ist auf jeden Fall eine Chance wieder, das Ganze in den Fluss reinzubringen. Ne? Ja, das sieht schon mal gut aus. So, was sagt das Lenormand heute noch? Welche Energie liegt denn da noch drunter? Ne? Die Enttäuschungen gehen raus. Das sieht man ja. Auch diese Belastungen wahrscheinlich. Ja, vielleicht kommt es ja auch zu einer Kommunikation. Vielleicht kriegt man dadurch vielleicht auch mehr Klarheit. Ja, vielleicht hast du einen Kummer, aber du wirst dir heute über einiges klar werden. Und du bist hier wieder im Frieden. Ne? Im Frieden. Was waren denn das für Enttäuschungen? Die waren schon gewesen, könnten aber vielleicht auch noch auf dich zukommen. Aber weil der Fuchs hier so rausguckt aus dem Bild, denke ich, ne, dass man hier irgendwie, ne, und da sieht man es ja, man guckt sich das Ganze nochmal ganz genau an hier, ne, diese Enttäuschung. Und dann gehen die raus, dann verschwinden die. Man löst das Ganze auf, kommt mir ja auch so ein bisschen damit rein. Ich muss jetzt mal so ein bisschen Platz machen hier. Okay. Und was war denn da belastet? Ja, man wusste hier nicht so richtig. Man wusste weder ein noch aus. Was soll ich hier machen? Ja, bitte noch eine auf die Eulen. Ja, Kummer. Ne? Man hatte hier einen Kummer. Aber man gewinnt hier Klarheit über diesen Kummer. Ne? Man bekommt hier dann raus, warum dieser Kummer da überhaupt dabei war. Wir sehen hier im Inneren, geht es vielleicht um die Sicherheit hier bei dir, um dein Inneres. Und da waren Ängste vielleicht auch bezüglich einer Person in der Liebe. Vielleicht waren da aber auch Unklarheiten hier. Vielleicht geht es aber auch um einen Ex. Das kann auch sein. Man findet jetzt Lösungen für die Emotionen, für das Innere, weil das ist ganz schön unruhig. Ne? Das hat hier verletzt. Und dieses kommt in die Heilung. Entweder war da was mit einer anderen Person, dass da noch eine andere Person mit einer Rolle gespielt hat. Es hat dich hier so innerlich zermürbt, also so, ne, da war irgendwie so ein Verlust oder es war konfliktbehaftet, diese ganze Sache bei euch kompliziert, das hat genagt, ne, und das hat man nicht so richtig mitgeteilt. Entweder du hast es nicht mitgeteilt oder dein Gegenüber hier. Jetzt werden aber Entscheidungen getroffen, Aktionen zu machen, ne, vielleicht auch sich zu begegnen hier, ja. Kann auch mit einem Chef sein. Also wenn es jetzt so um eine Behörde oder um einen Chef geht, also um die Arbeit, dann ging es ja auch in deinem Inneren um Sicherheit. Du hast Unklarheiten gehabt wegen einer Person hier. Vielleicht hat das Herz so ein bisschen auch mitgespielt da bei dieser ganzen Sache. Ne, man hat Lösungen gefunden hier, diese Unruhe, diese emotionale Unruhe, diese Verletzungen, dieser Cut, der da vielleicht auch hier war,
Für einige kann das auch eine Kündigung oder irgendwas gewesen sein, dass man, ja, dass man hier wieder was zum Wachsen bringt, dass man da Heilung reinbringt in diese Sache. Hier waren ja einfach Konflikte, Hindernisse, ne? Hindernisse, diese Berge waren da dazwischen. Es war kompliziert hier, diese ganze Sache. Und da werden auch jetzt Entscheidungen getroffen, vielleicht dem Chef hier zu begegnen, ne? Oder einer Behördenperson und die Situation hier zu wandeln. Ja, hier hinten haben sich auch nochmal diese Blockaden gezeigt. Ja, und im Großen und Ganzen. Ne, das ist Thema jetzt, dass da so Belastung war. Man hat drüber nachgedacht, aber man wusste nicht, was soll man denn hier machen, richtig? Und ich sehe hier, man gewinnt heute mehr Klarheit, ne? Und das Ganze wird auch wieder friedlicher hier. Ja, einige andere können natürlich auch Klarheit darüber erlangen, warum das so eine große Anziehungskraft vielleicht auch zu einem Menschen ist. Na, aber für viele wird hier wieder Frieden einkehren in diese Sache. Ne, diese Belastungen werden rausgehen, man wird hier einen Weg aus diesem Labyrinth, aus diesem Irrgarten rausfinden. Man wird sich im Klaren sein, warum dieser Kummer überhaupt hier war. Und im Endeffekt Klarheit. Klarheit in dieser Sache. So. Und Weisheit um die vollen Gefühle. Geht mit den 10 der Kelche, habe ich gedacht. Nimm mal heute mal eine Karte von dem geilen Scheiß des Glücklichseins. Was gibt's denn da hier noch für einen Tipp oben drauf? Oh, hier haben sich auch noch zwei Energien gezeigt. Okay, die werden wir zuerst nehmen. Und da wird heute gesagt, sei das Vorbild, das du gebraucht hättest, als du jünger warst. Sei dir selbst und der Welt dieses Vorbild. Also es geht um dein eigenes Vorbild, vielleicht zu einem anderen Menschen noch. Dann, du musst nicht jedem gefallen. Es reicht, wenn du dir selbst gefällst. Vielleicht geht es momentan gar nicht um die Liebe zu jemand anderem, sondern vielleicht geht es gerade um dich, deine Liebe, deinen Weg, dir selbst die Sicherheit zu geben, die du benötigst. Na? Und die dritte Botschaft ist, nicht alles, was du verlierst, ist ein Verlust. Ja, vielleicht hattest du einen Verlust, vielleicht hat sich irgendwas angefühlt, was ein Verlust ist. Wir hatten ja die Sense auch mit drinne gesehen, ne? Vielleicht schneidet man sich auch von einer bestimmten Sache ab, damit man wieder hier ins Fließen reinkommt, damit man hier diese Klarheit hat und in seinen eigenen Frieden vielleicht auch hier wieder geht. Na, das kann natürlich auch sein. So, was sagen denn die Runen hier? Welche Rune begleitet uns heute durch den Tag? Und das ist die Suvilo, ne? Hier ist wieder die Freude mit im Leben dabei. Die Sonne kommt, ja, das Licht kommt wieder rein in diese ganze Sache, diese Klarheit, diese klare Sonne, wenn die dir so ins Gesicht strahlt, die geht heute hier wieder mit. Also das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Energie heute. Ja, weil dieser ganze Stress, diese ganzen Belastungen, die gehen heute hier aus deinem Leben raus. Und das ist doch schon mal super, ja. Ja, meine Lieben, genau, so kann man das sagen. Ich wünsche euch erstmal einen ganz, ganz wundervollen Montag, einen schönen Start in die neue Woche und ihr bekommt später noch die Nachricht von Herzensmenschen rein, ne? Ciao, ciao, ihr Lieben.